Das ist der 18. Part meiner Okkult-Baby-Challenge und heute feiern wir gleich zweimal Geburtstag. Und hier sehen wir auch schon unsere zwei kleinen Meerjungfrau-Zwillinge und die beiden werden heute zu Säuglingen. Unsere Livia fühlt sich noch immer traurig. Hier steht zwar, weil sie einen Freund verloren hat, aber in Wirklichkeit ist im letzten Part leider ihr Vater verstorben. Außerdem haben wir heute Montag, es ist kurz nach 5 Uhr früh, und das bedeutet, dass unsere Akira ihren allerersten Schultag hat. Gleichzeitig ist es übrigens auch der letzte Grundschultag von Ruby. Ruby, was machst du hier draußen überhaupt? Das kannst du am besten gleich mal aufräumen. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, Ruby wird morgen tatsächlich schon zur Teenagerin. Unsere Ruby ist ja eine Vampirin und im Teenageralter entfalten sich dann ihre vampirischen Kräfte. Das wird spannend. Nachdem Livia sich fertig um die Kleinsten der Familie gekümmert hat, wird sie einfach gleich mal Frühstück für die ganze Familie zubereiten. Wir machen einfach gleich mal einer Familiengröße Eier und Toast. Und Akira muss dann auch schon bald mal aufstehen. Immerhin braucht sie vor der Schule unbedingt noch etwas zu essen. Tatsächlich fühlt sie sich auch unwohl, weil sie in einem billigen Bett geschlafen hat. Ich wusste nicht, dass diese Betten billig sind. Entschuldigung, Akira. Vielleicht bekommst du ja irgendwann ein neues. Wer aber auf jeden Fall bald ein neues Zimmer bekommt, das ist unsere Ruby. Denn ich habe euch vor etlichen Parts mal gefragt, ob Ruby, wenn sie eine Teenagerin ist, nicht hier nach oben in die Scheune ziehen möchte. Und euch hat die Idee gefallen. Deshalb werden wir das spätestens im nächsten Part machen. Und eine weitere Sache, die bald passieren wird, einfach weil ich weiß, dass es sich so viele von euch wünschen. Livia wird ihrer Mutter einen Besuch abstatten. Ihre Mutter Emma ist mittlerweile eine Seniorin und wir haben sie in diesem Let's Play einfach noch nie gesehen. Immerhin wollte Livia sie und ihre gesamte Familie nicht in Gefahr bringen. Wie wir alle wissen, Livia lebt ja versteckt, da sie sich vor Marvin Hilgers versteckt, dem bösen Vampir und gleichzeitig Vater ihrer ersten Tochter, den wir sehr bald besiegen werden. Denn ja, ich habe mir vorgenommen, dass dieses Let's Play bald zu einem Ende kommen wird. Und das bedeutet, wir müssen uns den bösen Vampiren sehr bald stellen. Und da der große Kampf bald kommen wird und wir natürlich nicht genau wissen, wer diesen überleben wird, also ich hoffe natürlich alle, aber das weiß man ja nie so genau, die Vampire sind sehr gefährlich, werden wir davor noch einmal nach Hanford und Bagley reisen, um Emma ein letztes Mal zu sehen. Und die Schulkinder werden jetzt frühstücken. Ivo ist tatsächlich auch noch am Schlafen, aber der ist ein Senior, der kann sich in Ruhe ausschlafen. Der hat ja nicht mehr wirklich Verpflichtungen. Und nun haben wir auch schon die Benachrichtigung bekommen, es wird Zeit für Akira in die Schule aufzubrechen. Es wäre doch viel spannender, ihr dorthin zu folgen. Und da muss ich dem Mod recht geben, wir reisen jetzt mit unseren Mädchen in die Schule. Und hier sind wir nun in der Grundschule. Heute hat Akira den Tag der Einführung und aus irgendeinem Grund ist Ruby auch nicht in der gleichen Schule wie sie. Warum das jetzt genau der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Prinzipiell gibt es in Chestnut Ridge natürlich nicht mehr als eine Grundschule. Falls jemandem von euch dafür ein plausibler Grund einfällt, schreibt ihn mir sehr gern in die Kommentare. Die Einführungsveranstaltung hat auch schon begonnen. Das heißt, wir werden uns gleich mal in die Klasse begeben und an der Einführungsveranstaltung teilnehmen. Und hier sehen wir Akiras Mitschüler. Die meisten davon sind tatsächlich zu cool für einen Nachnamen. Aber bevor sie mit irgendjemandem spricht, muss sie natürlich noch aktiv am Unterricht teilnehmen. Deshalb wird sie ihrem Lehrer jetzt einfach jede Menge Fragen stellen. Wie wir alle wissen, Akira ist ein neugieriges Kind und möchte alles wissen, das es zu wissen gibt. Und jetzt fühlt sie sich konzentriert, weil sie von ihrem Lehrer eine konzentrationsfördernde Antwort erhalten hat. Jetzt haben wir auch schon die Benachrichtigung bekommen, dass Nila Snow Geburtstag hat und Gemma auch. Ich bin mir ganz sicher, dass sie zuckersüße Säuglinge werden. Also wenn wir uns ehrlich sind, Säuglinge sind immer süß, aber die beiden, die werden besonders süß. Ich sag's euch. Wir haben jetzt 12:30 und bisher hat Akira sich nur um Schulsachen gekümmert. Deshalb möchte ich, dass sie jetzt einfach mal ein paar ihrer Mitschüler kennenlernt.
Tracy, du siehst sympathisch aus. Wir werden uns einfach mal freundlich bei ihr vorstellen. Ich habe ja schon mal angemerkt, dass ich denke, dass Akira sehr beliebt sein wird und sich sehr gut mit ihren Mitschülern versteht. Die beiden haben nämlich einfach die gleiche Frisur. Wir werden einfach mal mit ihr rumblödeln. Dann werden wir diskutieren, ob das Huhn zuerst da war. Und uns einmal über Erwachsene lustig machen. Ich weiß übrigens nicht, was ich davon halten soll, dass Tracy ein iPhone in ihrer Hand hat. Aber das ist wohl eine Frage der Erziehung. Da mische ich mich nicht ein. Mit Tracy versteht sie sich schon ganz gut. Dann stellen wir uns hier auch noch einmal bei Maeve vor. Und hier dann noch bei Biff. Was sind das alles eigentlich für Namen? Wer hat diese Kinder benannt? Und der Schultag endet auch schon in einer Stunde. Akira, stell dich noch bei ein paar deiner Mitschüler vor. Dann werden wir Maeve einfach mal eine lustige Geschichte erzählen. Und dann werden wir Biff noch ein bisschen trösten. Da ist anscheinend jemand gestorben in seiner Familie. Armer kleiner Biff. Und schon haben wir den ersten Schultag überstanden. Akira wird das erfolgreichste Mitglied der Pfadfinder werden. Aber sie ist doch gar nicht bei den Pfadfindern. Wobei, irgendwie würde ich sie bei den Pfadfindern sehen. Was meint ihr? Soll Akira eine Pfadfinderin werden? Ich finde, das würde voll gut passen, weil vielleicht sind alle ihre Freunde dann auch bei den Pfadfindern. Das wäre einfach perfekt. Und zu Hause angekommen wird sie gleich von Neoma begrüßt. Wir werden sie einmal mit der Flasche füttern und sie dann einmal am Hals kraulen. Und natürlich erzählen wir auch vom ersten Schultag. Und davon, welche coolen Leute wir kennengelernt haben. Also eigentlich haben wir ja nur Maeve, Biff und Tracy kennengelernt. Und von denen verstehen wir uns mit Tracy eindeutig am besten. Aber alle Beziehungen sind natürlich noch ausbaufähig. Wobei ich glaube, niemand schließt Freundschaften fürs Leben am ersten Schultag. Also das ist schon okay. Oh nein, und Ruby geht es richtig schlecht. Hier ist ein Missgeschick passiert. Oh nein. Sie hat sich einfach in die Hosen gemacht. Oh mein Gott, das ist ganz sicher in der Schule passiert. Arme Ruby. Sie tut mir so leid. Ich hoffe, ihr Teenagerleben wird besser. Und eines unserer Babys ist auch gerade am Schreien. Unsere Gemma. Deswegen wird Livia jetzt einfach mal die Windeln wechseln. Und dann feiern wir gleich den Geburtstag der beiden. Nila ist ja die Ältere der beiden. Das heißt, sie wird dann als erstes Geburtstag haben. Und dann natürlich noch unsere Gemma. Nila Snow ist älter geworden. 1, 2, 3. Unsere Nila ist Sonic. Das passt einfach so perfekt. Wie ich euch im letzten Video ja schon erzählt habe, Nila wird unser Schneewittchen. Und das bedeutet, sie wird ein fröhlicher und guter Sim. Und da passt Sonic einfach perfekt dazu. Und unsere Gemma wird vorsichtig. Diese Sims mögen nur Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an neue Erfahrungen, Orte und Sims. Gemma wird in unserer Geschichte ja die böse Königin. Und da finde ich, dass vorsichtig auch sehr gut dazu passt. Dann wird sie in Zukunft wohl immer im Schatten ihrer Zwillingsschwester stehen. Und das Erste, was ich sehe, Nila hat den Meilenstein-Lächeln freigeschaltet. Es passt einfach perfekt. Und hier haben wir unsere zuckersüße Nila. Wie gesagt, ich möchte ja, dass sie unser Schneewittchen wird. Und deshalb habe ich mich bei ihr sehr an Blau und Gelb orientiert. Eben auch, wie Schneewittchen in den Filmen aussieht. Außerdem sehen wir hier auch schon, unsere Nila ist eine Meerjungfrau. Und hier haben wir unsere Gemma. Bei ihr ist alles sehr violett, wie eben auch bei der bösen Königin. Und übrigens, euch ist sicher aufgefallen, ich habe die Haarfarben der beiden verändert. Sie hatten nämlich rote Haare von Livia geerbt, aber Livias Haare sind natürlich gefärbt. Deshalb habe ich ihnen einfach schwarze Haare gegeben, denn Livias Naturhaarfarbe ist schwarz und Jonas hat auch schwarze Haare. Und natürlich braucht unsere Gemma noch einen zweiten Namen. Ich habe mich hierbei für Serena entschieden. Danke an die liebe Kitsune für den Vorschlag. Serena ist an Sirenen angelehnt. Sirenen waren böse Meerjungfrauen und denen wurde nachgesagt, dass sie Männer auf den Grund des Meeres gezogen haben. Wer weiß, möglicherweise können wir ja auch das in der nächsten Generation einbauen. Immerhin wird unsere Gemma die böse Königin. Und eine Sache, die ich fast vergessen hätte, wir müssen Livia natürlich wieder umbenennen. Ihr Deckname in Brindleton Bay war ja Hazel, aber den müssen wir natürlich aufgeben. Und deshalb nenne ich sie nun ganz einfach Jasmin. Unsere Livia heißt jetzt offiziell Jasmin. Ganz einfach, weil mich in den Kommentaren die liebe Jasmin darauf hingewiesen hat,
dass Livia natürlich einen neuen Decknamen braucht. Fürs Erste habe ich die Gitterbetten jetzt mal hier untergebracht, aber das ist natürlich keine Langzeitlösung. Ich glaube wirklich, im nächsten Part muss Ruby dann in die Scheune umziehen und dann muss Akira dieses Zimmer mit ihren zwei kleinen Schwestern teilen. Die wird sich ganz sicher freuen. Und während die Kleinsten noch im Bett sind, hat die Familie hier unten gerade zu Abend gegessen. Livia hat einen Gartensalat zubereitet und sie und ihre beiden Töchter haben den auch gegessen. Ivo hingegen hat mal wieder ein Stück Kuchen gegessen. Ich weiß zwar nicht, was mit unserem Ivo in letzter Zeit los ist, aber irgendwie isst er nur mehr Kuchen. Und Livia wird ihre Tochter jetzt einfach mal nach ihrem Tag fragen und fragen, wie der erste Schultag so gelaufen ist. Und wie wir alle wissen, der lief toll. Akira hat sich mit den anderen Schülern verstanden und auch sonst lief alles so, wie sie sich das vorgestellt hat. Und wie wir uns schon vorstellen können, unsere Ruby findet das alles gar nicht so toll. Noch wirkt es zwar so, als würde sie das Ganze nicht an sich heranlassen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ziemlich an ihr nagt und dass sie sich immer wieder die Frage stellt, warum kommt meine kleine Schwester so gut mit allen klar und ich nicht? Was stimmt nicht mit mir? Mittlerweile haben wir schon nach 22 Uhr, das heißt Ruby und Akira müssen schleunigst ins Bett. Immerhin ist morgen wieder Schule, aber unsere Livia denkt noch gar nicht daran, ins Bett zu gehen. Sie hat für heute Abend nämlich noch einen Plan. Deshalb wird sie mit Ivo jetzt nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen und wird ihm sagen, dass es bald ernst wird. Bald müssen sie sich den Vampiren stellen. Und Livia hat noch immer nicht die geringste Ahnung, wie. Sie muss noch viel mehr über das okkulte Leben herausfinden. Und deshalb wird sie jetzt einfach mal wohin reisen, wo wir tatsächlich schon einmal waren. Aber der Ausflug damals war nicht sonderlich erfolgreich und deshalb probieren wir es einfach nochmal. Livia wird jetzt nach Glimmerbrook reisen, ins Glimmerbrook Café. Denn sie weiß ja, dass es hier hinten ein besonderes Portal in eine magische Welt gibt. Und dort möchte sie wieder hin. Und zum wiederholten Mal geht Livia nun durch das Portal und macht sich auf den Weg in die magische Welt. Und was dort passiert, erfahren wir beim nächsten Mal.